So, willkommen zurück zur Let's Play Live Show. Da bin ich wieder. Kleine Pause vorbei. So, Snowkicks. Ist das richtig ausgesprochen? Snowkicks? Ich hoffe ja. Willkommen zur Let's Play Live Show. Da bin ich. Ja, mal trinken. Und, ja, dann geht's weiter. Wir schauen noch mal eben. Wir wiederholen das Ganze mal. Das haben wir schon gelesen. Und auch an alle neuen Zuschauer, willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr. So. Kennen wir ja schon. La 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 la. Ja, war richtig. Wie weit bist du beim Spielen? Ich bin momentan relativ weit. Ist es nur noch ein Gegner, soweit wie ich das jetzt gelesen habe? Hallo? Ja, Tagebuch der Tochter haben wir schon gelesen. Nein! Da liegt nur irgendwie so ein Tonbandgerät oder sowas in dem Sack. Aber ich kann ihn nicht sehen. Haben wir die Frage auch beantwortet? Danke für den Follower. Vielen, vielen Dank. So, das haben wir auch schon gelesen. Ich sammle es aber trotzdem mal ein. So, und wir werden dann, ja gut, gespeichert hatte ich ja. Das heißt, auf geht's. Ich habe eine ganz schlimme Befürchtung. Ich habe eine ganz, ganz schlimme Befürchtung. Hörst du immer so ekelig an. Wie gemein, ja? Folge deiner Tochter. Okay. Omi, bist du's? Kommt näher, ne? Oder? Was denn jetzt? Alles Mögliche. Alles Mögliche an Spiele. Wir spielen gleich auch Wolfenstein weiter. The New Order. Jetzt müssen wir gegen uns selber kämpfen. Sah zumindest danach aus. Und genau diese Befürchtung hatte ich nämlich gerade schon. Sieht richtig gruselig aus, ja. Oh nein. Wir müssen gegen uns selber kämpfen. Mumius, Direktiv 08, Selbstvernichtung. Basierend auf den neuesten Erkenntnissen wird dies der letzte Test sein. Ein einzelnes Subjekt hat den Einfluss jedes Subjekts im Augenblick seines Todes an sich gerissen. Es ist unklar, ob sich dabei um einen Aspekt ihrer physischen Gestalt im Stem handelt oder um die elterliche Beziehung zu dem Mädchen. Das Subjekt, das sie besiegen müssen, sind sie selbst. Na? Wenn Sie wenigstens einen Teil der Erinnerung Ihrer Tochter retten und sie aus dem Stem befreien wollen, müssen Sie Ihre eigene Verbindung trennen. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Habe ich mir gestern auch gekauft, The New Order, da The Old Blood so geil war. Ja, ich habe es wie gesagt auch beide. Und The Old Blood haben wir ja vor kurzem erst durchgespielt. Eliminieren Sie den schwarzen Wächter. Nein, nein, oh nein, dann auch noch diese Kack-Arena hier, die ich gehasst habe. Was soll das heißen, dass ich da nicht reingehen soll oder was?
Wo ist denn der schwarze Wächter? Schwarzer Wächter, wo bist du? Hier wahrscheinlich, ne? Ja, da ist er. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo. Okay, man kann... Vernichte den schwarzen Wächter. Ich werde es probieren. Ich werde ihn mal in diese Fallen hier locken, wenn es geht. Irgendwie werden wir das hinbekommen. Komm mal hier hin. Komm. Oh, oh, oh. Nein! Wow! Alter, willst du mich verarschen? Aua! Boah, wie schnell kann der denn auf einmal rennen? Alter Schwede. Wo ist denn hier Lebensenergie? Liegt hier irgendwo was? Alter, ist er auf einmal schnell unterwegs. Das gibt's doch gar nicht. Liegt hier irgendwas rum, was wir gebrauchen können? Warte mal, ich habe noch Dynamit, ne? Oder? Ne, habe ich gar nicht. Doch, Armin. Warte mal, Armin habe ich noch hier. Guck mal hier. Natürlich, leg ich das auch noch falsch rum hin, oder was? Und jetzt? Du Vogel, lauf da rein. Du sollst da reinlaufen. Okay, ich glaube, der schnallt das, was wir vorhaben. Deswegen ist er da auch ein bisschen schnell unterwegs. Hm. Verdammt. Okay, eine Mine haben wir wieder gekriegt. Was macht er da? Wo geht er hin? Wow! Nein. Nein. Was? Was? Und jetzt? Was? Wo? Ah, verstehe. Wir müssen hier mit den... Vernichten den schwarzen Wächter ein zweites Mal. Natürlich. Klar. Das heißt, wir müssen den mit den Fallen irgendwie da reinlocken, dass er da hängen bleibt und dann den Hebel ziehen. Weil sonst bleibt er nämlich nicht da drauf stehen. Das Problem ist, ich habe keine Fallen mehr. Shit. Kacke, verdammt. Und hier spawnt auch nichts Neues, so wie das aussieht. Oder liegt hier was? Nee. Wo ist der? Er hat meine Frage schon beantwortet. Aber hier liegt auch nichts rum, was wir noch gebrauchen können, oder? Andersrum laufen war aber irgendwie besser gerade. Irgendwie wusste er das, glaube ich. So hat er nämlich gerade auch geguckt. La 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 la. Oh, hi. Aua. Aua. Okay, wir müssen so kriegen wir nicht erledigt. Der wehrt nämlich unheimlich ab. Komm her. Verdammt.
Hätten wir mal vorher eingekauft. Mist. Der wird wahrscheinlich auch ein drittes Mal nochmal kommen. Na, oh, fuck, Alter. Verdammt. Aua. 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 Alter Schwede. Den zieht man ja so gut wie gar nichts ab damit, mit dem Hammer. Komm her. Oh, komm. Hallo? Mann. Eigentlich jeden Kontakt vermeiden. Körperkontakt. Also doof ist er nicht. Das muss man mal sagen. Hallo, mein Freund. Kriegt er wohl was abgezogen da? Nee, wahrscheinlich nicht. Doch. Aber nur ein bisschen. Ja, ja, ja. Vernichte den Tresor. Achso, den Tresor vernichten, okay. Ja, wahrscheinlich hier einfach hinwerfen. Aber damit töten wir uns ja auch eigentlich selber, ne? Und der wird wahrscheinlich nochmal kommen. Verdammt, ich wusste es. Ich wusste es. Ich bräuchte mal ein wenig Lebensenergie. Verdammt. Was, finde den schwarzen Wächter? Hallo? Ja! Nein! Das war's. Stimmt, Flächenfengo. Da hast du recht. Jetzt dürfen wir das Ganze nochmal machen. Shit. Den Sensor. Aber wir wissen jetzt, wie wir ihn quasi aufhalten können. Mit den Fallen nämlich. Aber davon habe ich keine mehr. Ich kann aber hier nichts mehr kaufen, ne? Oder? Wo bin ich denn hier? Achso, hier laufe ich jetzt zurück. Quatsch. War ja gerade schon richtig, glaube ich. Oder? Na, toll, super. Und hier liegt jetzt nichts mehr, natürlich. Das Spiel will mich auch verarschen. Scheiß Kack-Arschloch-Spiel. So. So. Da liegt auf jeden Fall schon mal Lebensenergie. Die lasse ich auch schön liegen. Toll. Verdammt. Super.
Mist. Verdammt. Runde 1 hätten wir schon mal. So, Runde 2. So, wo taucht er denn jetzt auf? Ach, da. Hello, my friend. So, mal eben kurz schauen. La 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 la. Der Schalter ist hier. Aber die Position ist relativ ungünstig, weil das Gitter nämlich da mittig ist. Hier wäre wieder ideal. Wenn er dann jetzt mal kommen würde. Na komm her. Komm. Aua. Ich hänge. Ich hänge. Na komm her. Hallo? Aua! Aua! Du kleiner Stricher! Mach dich tot, mach ich dich! Ich mach dich tot! Mann, geh doch an! Warum springt er denn nicht an die Seite? Ey! Du scheiß Kack-Arschloch-Spiel! Mann! Gibt's doch nicht, verdammt! Wir werden so drauf gehen, wenn das so weitergeht. Komm her. Nein! Fuck! Nein, 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 nein! Nein, hau doch! Nimm das Medipack. So hätte ich das auch gekonnt. So. Runde 2. Und jetzt müssen wir Runde 3 überleben. Weil sonst war das wieder alles für umsonst. Und der Gegner ist am schwierigsten. Die anderen waren alle irgendwie pipi leicht. Aber der... So, und wir haben auch keine Lebensenergie mehr. Und sobald uns die Hände kriegen, ist vorbei. Uah. Hallo? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wow! Ich habe keine Lust, jetzt zu sterben. Da ist er. Was denn jetzt? Ah, cool. Ja, super. Vernicht den schwarzen Wächter ein letztes Mal. Boah, alter Schwede. Das müssen wir jetzt packen, ne? Wisst ihr ja. Das müssen wir jetzt hinkriegen, weil sonst ist vorbei. Komm. Na komm. Scheiße, zu früh. Fuck. So. Du Hammel. Hey, ist wieder oben. Kannst wieder zurückkommen. Wow. Scheiße. Verdammt. Mann, die Bahn geht doch... Alter. Du Scheiß-Kack-Arschloch-Spiel. Mann. Ich. Ja.
Verstehe ich nicht. Ist sehr schwer, ja. Ist sehr schwer. Soll er kommen? Soll er kommen? Nein! Fuck! Schlag doch zu! Warum schlägt er denn nicht zu? Ich verstehe das nicht. Das gibt's nicht. Dieses scheiß Kack-Arschloch-Spiel. Weiß, die ganze Zeit ist es pipi leicht. Und jetzt hier beim letzten Endgegner verkacken wir das so. Der braucht uns jetzt nur noch einmal treffen. Ist vorbei. Weil hier liegt nichts rum an Lebensenergie. Nichts. Weißt du, ein Medipack für so einen schweren Gegner. Das ist ja schon wieder der Hammer. Darfst du keinen erzählen. Mann, geh doch einfach. Beweg dich. Hier liegt aber nichts rum. Vorhin habt ihr doch gejammert, dass es zu leicht ist. Ja, aber so schwer nun auch wieder nicht. Man muss es ja auch nicht übertreiben, ne? Dass aber auch nichts hier rumliegt an Medipacks, ey. Das ist der Hammer. Wenigstens ein nur. Was? Was? Das war's. Aber das ist zu schwer. Das kannst du mir erzählen, was du willst. Das ist zu schwer. Die anderen waren zu leicht, aber das ist zu schwer. Ist so. Na? Und jetzt wieder von vorne. Yippie, yay, Schweinebacke. Aber ich werde nochmal zurückgehen. Denn ich werde mal ein paar Fallen kaufen. Die haben mir vorhin auch geholfen. So. Sehr schön. So. Dynamit brauchen wir auch mal ein bisschen. Ansonsten reicht das erstmal. Also ich glaube 10 Fallen oder so dürfte reichen. Ne? Das wird noch schwerer beim zweiten und dritten Durchgang. Fallen bringen bei dem nichts. Das war gerade der dritte Durchgang. Money Beats. Das war gerade der dritte Durchgang schon. Also der allerletzte. Erstmal willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und hallo Vitax. Willkommen. So. Na, mein Freund, ist auch wieder am Start. Guck mal hier, ich hab was für dich. Tut dem das überhaupt irgendwas? Okay, ein bisschen. Hätte ich mal lieber Dynamit gekauft, anstatt Fallen. Ist aber so spannend, ja, das stimmt. Von ihr die dramatische Musik dabei. Was macht der da? Ich will es gar nicht wissen. Komm, mein Freund. Komm hier einfach rein, komm. Runde 2. Wir sind ein bisschen benommen. Ein wenig benommen. So. Warum? Was? Ciao. Round 2. Fight. So. Dum 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 dum. La 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 la. Du bist der Kastenkopf.
Der Kastenkopf Klaus. Warum geht er eigentlich mal außen rum? Hat er Schiss? Ich glaube, der hat Schiss. Ich glaube, er hat ein wenig Schiss vor uns. Vor dem, was wir ihm antun. Oder uns antun, besser gesagt. Weil das sind ja eigentlich wir. Na komm. Komm. Natürlich wird es nicht funktionieren, doch. Yes! Von wegen, Fallen bringen nichts. Ich hab's gewusst. Sobald er nämlich anfängt zu rennen, ist vorbei. Und so kriegen wir ihn. Und jetzt müssen wir nicht so schnell wie möglich erstmal ihn finden. La 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 la. So. Runde 3. Round 3. Fight! Finde den schwarzen Wächter! Natürlich! Ciao! Uah. Finde den schwarzen Wächter! Bitte jetzt nicht... Wo steht der denn? Verdammt! Ja, verdammt, wo steht der denn? Das gibt's doch gar nicht! Da steht er! Nein, hau... Oh, Gott sei Dank. Ciao. Aua. Ich weiß. Muss ein bisschen was platzieren hier. Für den Kollegen. So. Boah, bitte, lass es das gewesen sein dann. Bitte. Kommt er jetzt hier lang? Ja, sehr schön. Boah, bitte. Bitte. Bitte, 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 bitte. Lass es funktionieren. Bitte lass es funktionieren. Bitte lass es funktionieren. Ja! Und damit sind wir auch tot. Ende. Das Licht aus. Ich sehe überhaupt nichts. Sehen wir sein Gesicht? Abschließender Forschungsbericht. Abschließender Forschungsbericht. Erfolgreich verlassenes STEM. Die Missionsdirektiven folgend hat das Vertrauensobjekt aller Testsubjekte bis auf das Mädchen eliminiert und dadurch die Erinnerung des Mädchens wiederhergestellt. Es war somit das einzige im STEM verbleibende Lebewesen, wodurch es ihm möglich war, sein Bewusstsein zurückzugelangen und dem STEM zu verlassen. Im Fall Ruvik ist die vorherrschende Theorie, dass er im STEM durch Eindringen in den Körper des Subjekt Withers verlassen hat. Was durch Eindringen in den Körper des Subjekt Withers? Aha, okay. Hat das STEM verlassen durch Withers. Also ist er dann so wie das im... Ja, im Hauptspieler war das, dass man den Leslie gesehen hat. Also ist Ruvik doch noch nicht tot. Die Ereignisse, die Ergebnisse dieses Experiments bedeuten einen großen Fortschritt für das Verständnis der Dynamik des Stems. Für die Zukunft empfehlen wir, das Mädchen in unsere Obhut zu belassen, damit die Integrität ihrer Erinnerung bestimmt werden kann. Der Tod ihres Vaters im Stem wurde bestätigt, obgleich der Hirntod des Subjekts nicht eingetreten ist. Damit ist Fall 82347BX abgeschlossen. Ein vollständiger Bericht wird folgen. Finish.
Boss aus Hell. Ja, das war Zeevilwyn. Das dritte DLC, Boss aus Hell, Alter. Ja, das war's gewesen. Wir haben alle drei DLCs gespielt. Ich muss sagen, ich bin sehr überrascht über die DLCs gewesen. Also zumindest die ersten beiden haben mir sehr, sehr gut gefallen. Vor allen Dingen waren die auch von der Atmosphäre her und von der Stimmung her sehr ganz anders, gruseliger und so. Und ich muss sagen, jetzt das dritte DLC, naja, kann man sich drüber streiten. Also ist nicht so meins gewesen, gefiel mir jetzt nicht so, war eher so, naja, lustig, wir klatschen mal da was hin, bisschen rumprügeln und dann war es das auch schon. Und so storymäßig, weiß nicht, war auch irgendwie die Ideen wahrscheinlich weg. Also so kam mir es vor. Und ansonsten das Einzige, was mir halt gut gefallen hat, war halt in der Ego-Perspektive mal zu spielen, ist mal was anderes. Aber ansonsten das dritte gefiel mir jetzt nicht so wie die anderen beiden. Die anderen beiden waren richtig geil, weil wie gesagt da auch so ein bisschen so dieses Zusammentreffen von Hauptcharakter und Nebencharakter und sowas alles war. Das war richtig cool. Auch die Storyline war sehr geil gemacht. Auch die neuen technischen Sachen, die da drin waren. Das Gameplay-Technische hier mit der Taschenlampe und so oder Verstecken. Das war schon richtig cool gemacht, aber das hier, wie gesagt, das war einfach so. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Entwickler haben gedacht, ach, machen wir mal so just for fun, spielt's in den Kastenkopf, prügelt sich da durch und dann ist Ende. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Wie gesagt, ihr könnt ja selbst mal eure Meinung darüber bilden, was ihr davon haltet und so. Und was ihr meint vom dritten DLC, was ihr darüber sagt. Auf jeden Fall, das war es gewesen mit Zeevilwyn, dem letzten DLC. Damit haben wir das Kapitel Zeevilwyn abgeschlossen. Stream-Projekt. Jetzt geht's natürlich weiter. Wir spielen jetzt weiter mit Wolfenstein. Geht's jetzt weiter. The New Order müssen wir ja weiterspielen. Da sind wir auch schon ein bisschen weiter gekommen. Wir haben ja damals sag ich schon, ich glaube letztes Wochenende war es, haben wir Old Blood ja durchgespielt, glaube ich. Und ja, im September dürft ihr euch freuen. Das offizielle Release-Datum ist ja schon raus jetzt von Soma. Es kommt ja im September. Ist ja ein Horrorspiel von den Amnesia-Machern. Das werde ich auf jeden Fall auch hier streamen und spielen. Weil Horrortitel haben wir auch schon lange nicht mehr so groß jetzt irgendwie gehabt. Ne? Ist ja schon ein bisschen ein paar Tage her, wo wir einen richtigen Gruselschock mal wieder hatten. Wird mal wieder Zeit. Also im September auf jeden Fall. September kommt auch Mad Max. Wird auch im Stream gezeigt. Dürft euch freuen. Und genau, 22. September kommt Soma. Ja. Wie gesagt, das war's gewesen. Jetzt kommt Wolfenstein und würde mich freuen, wenn er dann auch dran bleibt. Ich sag mal, ich lasse so ein bisschen die Credits durchlaufen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, bis gleich. Ja, Prost HSV-Fans, so wohle. Stößchen. Was wollte ich denn gesagt haben? Ja, jetzt, wie gesagt, Wolfenstein. Und, ja, keine Ahnung. Wie hat euch denn so der Dings gefallen, der, DLC? Also, wie gesagt, Mein Fall war es nicht. Also, war lustig einige Stellen. Outlast 2 ist auch in Entwicklung. Wird auf jeden Fall. Damit hat ja die Let's Play Live schon angefangen mit Outlast 1. Und deswegen wird ja Outlast 2 auf jeden Fall gezeigt. Ungeschnitten. Und ja, da freue ich mich sehr drauf. Also auf Outlast 2, da werde ich mich auch nicht spoilern, irgendwie mit Trailer oder so, weil ich weiß, die Jungs, die können das, die machen das richtig. Und genau wie Soma, da mache ich mir auch keinen Kopf drum. Die Spiele werden so blind gekauft. Und dann werden sie im Stream gezeigt. Ja. Wie gesagt, bleibt mir eigentlich nicht viel zu sagen. Wolfenstein, ich hol's schon mal. Moment, bleib mal dran. Und, wo hab ich's denn? Lalala, wir können ja auch einen Landwirtschaftssimulator weiterspielen. Yay! Im Übrigen, mein Bauernhof ist schon gewachsen. Boah, da bin ich wieder. Mein Bauernhof ist schon mittlerweile gewachsen. Ich habe schon so viele Maschinen jetzt und alles. Ja. Das war The Evil Within. The Evil Within. Ein bisschen spiegelverkehrt, ne? Naja. Und jetzt kommt Wolfenstein, The New Order. Geht's auf Zeevilwyn nicht gezockt, weil ich weiß, dass ich Controller demoliere. Ja, gut.
Das ist natürlich auch ein Grund. Hab das PX22 jetzt auch. Cool, HSV-Fan. Super. Geil. Glückwunsch dazu. Wie gesagt, gibt nichts Besseres. Klar, gibt Besseres, sind auch teurer, aber Dings, es reicht vollkommen. Es reicht vollkommen aus. Ja, jetzt noch die schöne Musik im Hintergrund. La, 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 la. La, 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 la. Ob jetzt noch was kommt? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war's gewesen. Ja, es kommt noch Spielspeichern oder sowas, oder? Da-dum. Wie lange haben wir gebraucht? Ich bin zweimal nur gestorben. 2 Stunden und 2 Minuten haben wir gebraucht. Spielzeit Sadist, 5 Minuten. Spielzeit 10, 8 Minuten. 2 Minuten haben wir nur gebraucht für Josef, das ging schnell. Panzerfaust 3 Minuten. Schwarzer Wächter, was ist denn da noch? Fragezeichen. Es gibt noch ein Fragezeichen? Weil Spielzeit Schwarzer Wächter haben wir 4 Minuten, also fast 5 Minuten gebraucht. Aber da ist noch ein Fragezeichen. Second Sun und First Light würde ich auch gerne mal wieder sehen. Ja, First Light. Aber wie gesagt, also ich glaube, die waren nicht so mein Fall. Die haben mich nicht so überzeugt, die Infamous, die neuen Infamous-Spiele, muss ich sagen. Neues Spiel Plus kann jetzt im Startmenü ausgewählt werden. Das Schwert ist jetzt im Laden zum Kauf verfügbar. Der Raum, in dem du dich Sebastian stellen kannst, wurde dem Anwesen hinzugefügt. Das wird wahrscheinlich der Fragezeichen sein. Exekutionskammer wurde der Belagerungsarbeit im Keller des Anwesens hinzugefügt. Jawohl, Spiel speichern. Natürlich. Geht noch weiter. Ja, ich denke mal, Sebastian wird sein. Dass man den da bekämpfen kann. Weil das wäre ja eigentlich der... Ja gut. Wenn man so nimmt, müsste normalerweise, theoretischerweise... normalerweise dann die unser Zuckererschchen müsste man noch erledigen, dann müsste man noch den Doktor da noch erledigen und so was alles. Und ja. Ja, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich da noch mal glaube ich jetzt noch mal Fuß fasse in dem DLC. Ich werde es mir noch mal in Ruhe noch mal angucken oder so. Aber ich glaube, für heute reicht es erstmal. Bist du jetzt ruhig? So. Also, spielen wir jetzt Wolfenstein, oder? Würde ich sagen, ne? Wolfenstein, The New Order, spielen wir weiter und dann, ja, mal gucken. Machen wir so. Also, bis gleich.